Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde PvP, mal wieder nach langer Zeit. Und zwar heute in der Rauferei gemischtes Einzel unterwegs. Also sozusagen die Solo-Queue für WoW, die erst kürzlich in Shadowlands eingeführt worden ist. Und wir sind jetzt zusammen mit einem im Team, sogar ein stolzer Gladiator, hat einen Titel. Also ich glaube mal Rang 1 war er gewesen, unser Schamane im Team. Apathy heißt er. Er hat sogar auch mehr Erfolgspunkte als ich. Das sieht man relativ selten, beziehungsweise ich sehe das relativ selten, dass welche mehr Erfolgspunkte haben als ich. Und ja, dann haben wir noch einen Schurken im Team gegen erstes Spiel. Geht gegen Verwüstungsdämoniker, Schattenpriester und Heiligpriester. Und ja, dann geht ihr direkt mal los in die Kopfnuss rein. Ich ziehe hier direkt Combustion auf Full Range. Hoffe, dass ich nicht gepurcht werde. Ich hasse natürlich Priester wie die Pest in PvP, weil die purchen mich und dann ist einfach ein Eschan weg. Ich wurde aber zum Glück gar nicht gepurcht. Das Problem ist, ich habe aber auch nicht den gegnerischen Healer CC'd oder so. Also ich hätte erstmal wahrscheinlich zum Healer gehen sollen und den dann CC'en und so. Und der Heiligpriester hebt jetzt auch ab, der gegnerische. Und der Schattenpriester wäre fast sogar gestorben, aber ich habe gar keinen Damage auf den gemacht. Also vielleicht sogar hier meine Schuld, dass der Schattenpriester da an dem Punkt nicht gestorben ist. Aber gefühlt haben auch die Gegner jetzt schon alles draußen. Habe ich nochmal den DH in ein Schaf verwandelt. Der hat auch schon direkt wieder sein Schmuckstück gezogen. Alle drei Gegner haben ihr Trinket, ihr Schmuckstück raus, PvP-Schmuckstück. Das ist schon mal ganz gut eigentlich. Und in 10 Sekunden könnte man theoretisch jetzt einen töten, wenn man es richtig spielt. Das Problem ist nur, wir spielen es hier nicht richtig. Und ich bin auch komplett lost. Ich spiele nach langer Zeit mal wieder PvP. Und man hier sieht hier sicherlich, wenn man ein bisschen höher PvP spielt, sieht man hier ganz klar, dass ich sehr, sehr viele Fehler mache. Und auch begehe und ja, jetzt habe ich auch wieder einfach ein Eschan reingezogen und versuche hier den Schattenpriester zu töten, einfach so YOLO-mäßig, ohne dass wir überhaupt irgendwie den Heiligpriester CC'd haben. Der Heiligpriester hielt hier natürlich einfach durch mit Blitzheilung und. Jetzt haben wir den DH immerhin mal in Ring des Frosts bekommen, das ist ganz gut. Der sogenannte Cross-CC klappt hier einigermaßen. Leider hielt jetzt natürlich wieder der gegnerische Priester einfach durch. Der hätte ich zum Beispiel Gegenzauber drücken können, haben wir auch nicht gemacht. War ready. Da sieht man einfach, dass ich ziemlich lost bin, was PvP betrifft aktuell, weil ich es halt auch lange nicht gespielt habe. Und jetzt mal wieder nach langer Zeit. Und unser Schamane, beziehungsweise nein, nicht Schamane, sondern Schurke, ist im Nightfall-Samen. Und deswegen versuche ich jetzt hier so gut wie geht noch zu schieben, die DDs. Erst den Priester, dann den DH. Und unser Schurke überlebt sogar das Ganze hier noch, ist wieder aus dem Seed wieder auferstanden. Die haben nicht rechtzeitig den Seed getötet. Und deswegen geht es auch noch weiter. Was ich mir jetzt hier denke, ich gehe einfach mal auf den gegnerischen Priester. Denn der hat eigentlich gar nicht so viel HP. Und den kann man vielleicht auch töten. Jetzt hier schöne Unterbrechung vom Schamanen. Und ich versuche ihn ja wirklich solo zu töten. Ich mache einfach hier Damage rein. PvE technisch. Und jetzt nochmal hier das Unterbrochen. Und da dachte ich jetzt hier an dem Augenblick, dass der Priester tot ist. Der ist ja im Engel. Und jetzt hätte ich eigentlich gedacht, wir haben gewonnen, weil der Priester ist ja tot. Problem ist nur, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Priester das Legendary trägt, dass wenn er stirbt, wieder aufersteht. Also da sieht es auch wieder, der Priester ist wieder auferstanden. Und deswegen habe ich teilweise auch gerade nur geschiebt. Und ich dachte, nachdem der Engel vorbei ist, haben wir dann gewonnen. Aber so ist es nicht, weil der halt das Legendary trägt, da war ich auch wieder lost. Ist einfach auch Unerfahrenheit, weil ich nicht jeden Tag PvP spiele. Und dementsprechend, ja, jetzt stirbt unser Schurke hier und dann haben wir die Runde leider verloren. Also, erste Runde verloren. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, sobald einer stirbt im Rauferei gemischtes Einzelspielchen, dann ist das auch schon vorbei. Also, der Erste, der stirbt, der hat quasi verloren. Beziehungsweise der Erste, der jemanden killt, der hat gewonnen. Und das ist einfach auch dem geschuldet, weil das relativ schnell gehen soll. Jetzt habe ich hier aus Versehen Teleport Okrima gemacht. Und es gibt insgesamt 6 Runden. Jeder wird mal mit jedem durchgemischt. Jetzt spiele ich zum Beispiel mit den Dämonenjäger zusammen und bin Heiligpriester, gegen die ich eben gespielt hatte. Und jetzt spiele ich aber dafür gegen den Wiederherstellungsschamane, der richtig eklig ist. Wahrscheinlich auch ein guter Spieler, weil er stolzer Gladiator-Titel ist und hat. Und ja, ich versuche jetzt hier auf den Schurken zu gehen. Jetzt switche ich hier mal auf den Schattenpriester for fun. Versuche ihn hier vielleicht zu töten. Er hat jetzt ja auch schon Spirit Link draußen gefüllt, auch wieder alles reingeballert hier zu Beginn der Arena. Also man muss sagen, das Rauferei gemischtes Einzel ist sehr, sehr schnelllebig. Und man geht einfach rein, ja. Also man spielt hier gefühlt nicht so krass mit Hirn. Ich versuche natürlich trotzdem gute Sheeps zu setzen, aber das klappt nicht wirklich.
Jetzt ist hier mein Kumpel in Gefahr, wie es ausschaut. Schöne Furcht hier, um einfach zu helfen und zu überleben. Jetzt hier Hex auf mich, das ist schade. Aber so ist das. Ich habe mal hier Zeitverschiebung ausfahren reingemacht. Versuche jetzt hier den Schamanen zu kicken. Ich glaube, ich habe ihn auch gekickt. Into Sheep. Und jetzt kann hier der Priester vielleicht sterben. Schiebe den Schamanen nochmal. Just in time. Er hätte vielleicht da einen Kick auf mich durchbekommen, wenn er schneller reagiert hätte. Und dann haben wir tatsächlich gewonnen. Also das war ganz gut von mir, würde ich behaupten. Ich habe ihn, glaube ich, erst gekickt, den Schamanen. Und dann habe ich Full Sheep auf ihn, nochmal einen Sheep. Und das hat dann gereicht. Und der Damage war genug auf den Priester, müsste es gewesen sein. Und dadurch haben wir tatsächlich sogar gewonnen. Überraschenderweise. Also stehen wir jetzt 1-1 in dieser Rauferei. 1 verloren, 1 gewonnen. Nächste Match geht dann mit Heiligpriester und Schattenpriester zusammen. Also eine ganz wilde Kombo. Die ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil mit einem Schattenpriester kann man schon gut was reißen, gefühlt. Das heißt, glaube ich, auch Shadow Planet, man ist vielleicht auch. Und ja, diesmal gegen den Wiederherstellungsschamanen, Verwüstungsdämonenjäger und Meuchelschurke. Wie gesagt, das sind immer die gleichen Leute. Für 6 Runden spielt man immer gegen die gleichen, aber halt mit anderen Teams, immer mal alles durchgemischt, dass jeder mal mit jedem gespielt hat. Und was auch immer gesetzt ist, ist immer, dass 2 Healer in einem Team sind. Also das eine Team hat einen Healer, das andere Team hat auch einen Healer. Und die Rest sind halt, oder der Rest ist halt meistens dann mit DDs aufgefüllt. Das hier ist ein absolutes Desaster. Mein Priester ist kurz vorm Sterben. Mach jetzt hier ein bisschen was, um zu helfen, weil ich bin jetzt hier in einem Hex. Das hat der Schamane gut gemacht, hat er mich hops genommen. Bin komplett aus dem Spiel raus für 7 Sekunden. Versuche jetzt hier nochmal zu schieben. Hat auch nicht geklappt, hat mich gekickt. Also wirklich absolutes Desaster, was hier passiert. Das ist nicht so gut. Und gefühlt, unser Priester ist auch sehr krass in Gefahr. Ich habe dann mal einen Ring des Frost reingemacht. Der ist jetzt im Full Ring, aber schon wieder draußen. Und irgendwie ist unser Priester gestorben. Und deswegen haben wir die Runde verloren. Also gefühlt hat der Demon Hunter meinem Priester oder meinen Priester solo getötet. Das war wirklich ganz wild. Da habe ich nicht wirklich gecheckt, was da passiert ist. Aber gut. Ja, schade, ne? Aber ich wurde auch ganz gut outplayed von dem Schamanen. Zum Glück habe ich jetzt wieder den Schamanen in meinem Team und sogar den Dämonenjäger auch. Also es müsste eigentlich ein Sieg werden, weil die beiden sind hier gefühlt schon die besseren Spieler. Und ja, der Schattenpriester ist anscheinend nicht so stark. Ist, glaube ich, schon jetzt öfters gestorben. Beziehungsweise wird immer gefokust. Aber auch der Meuchenschluck ist, glaube ich, nicht so besonders. Auch den kann man sogar töten. Und jetzt gehe ich hier rein in Drachenodem. Diesmal spiele ich es richtig. Drachenodem Sheep, dass wir schon mal einen guten Opener hinkriegen, hoffentlich. Wobei ich das Ganze ein bisschen delaye. Töte ihn hier fast. Da kommt schon direkt der Schutzengel. PI haben wir uns gezauberraubt. Also wir hätten hier fast sogar den Schattenpriester töten können, wenn ich sogar ein bisschen Hilfe gehabt hätte vom DH. Und wenn ich früher reingegangen wäre. Also der Schattenpriester frisst wirklich krass viel Schaden, muss man sagen. Der gegnerische Heiligpriester sitzt schon wieder abgehoben in der Luft. Und wir haben gemerkt, oder ja, uns gemerkt, dass es keinen Sinn macht, den Heiligpriester zu töten, denn der spielt das komische Legendary, dass er eh wiederbelebt wird. Und bei so einem schnelllebigen Spiel wie hier in der Rauferei, wo eh relativ schnell die Heilung verringert wird, ja, lohnt es sich auf gar keinen Fall, da auf den Priester zu gehen mehr, sondern ich werde einfach hier immer auf die DDs gehen in diesen Matches. Und da ist er auch schon tot, der Schattenpriester. Perfekt, dude. Da hat auch wieder der Dämonenjäger gute Arbeit geleistet, so ähnlich wie eben das Match davor, wo ich im Team des Schattenpriesters war. Der ist auf einmal einfach gestorben. Also ganz wild. Dämonenjäger hat wohl auch krassen Burstschaden im PvP. Und jetzt spielen wir zusammen mit Heiligpriester, Feuermagier und Schurke. Also das ist ein spannendes Match. Der Demon Hunter im gegnerischen Team dafür, aber der Schattenpriester auch, der er nicht so gut performt hat bis hierhin, würde ich behaupten. Und ja, wir drei wahrscheinlich okayisch performt haben. Mal gucken, wie das Match ausgeht. Klassiker, seine Spektralsicht aktiviert, das schöner Sepp hier. Und ich gehe einfach direkt rein, würde ich sagen. Einfach mal alles gezauberraubt. Versuche den noch zu schieben, versuche den Kick zu faken. Er kickt aber nicht. Versuche ihn jetzt hier zu jagen. Verfehle meinen Drachenodem. Versuche ihn wirklich zu schieben. Trinkete das. Versuche Pressure aufzubauen. Und dann gehe ich einfach rein, dachte ich mir. Komm, let's go rein, durch da. Ja, er kann sterben und er stirbt. Perfekt, gut. Auch diese Runde haben wir gewonnen. Das war ein wirklich sehr schnelles Match. Das war auch ein bisschen alles lost, was da passiert ist. Aber ich glaube, ich habe gute Pressure aufgebaut auf den
Schaman und dann hat er halt Spirit Link gemacht, aber Spirit Link war nicht genug, weil ich glaube, der Demon Hunter war nicht mit im Spirit Link drinne. Und wir haben einfach den Priester durch das Spirit Link durchgekillt. Also ganz wild, was da passiert ist. Aber das war ein richtig schnelles Match tatsächlich. Und ja, nächstes Spiel dann gegen Meuchelschurke, Verwüstungsdämoniker und Heiligpriester. Wir haben wieder hier den Schamanen in unserem Team, aber dafür auch den Schattenpriester. Also ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob das was wird. Das wird nochmal ein spannendes Match. Ich glaube, aktuell stehen wir 3-2. Wenn wir das jetzt noch gewinnen, dann müsste es 4-2 stehen. Also, dass wir 4 Runden gewonnen haben und 2 verloren. Was immerhin noch eine positive Statistik auf jeden Fall ist. Ist ja nicht ganz so schlecht. Aber man muss natürlich sagen, ich bin natürlich schon teilweise Lost, spiele hier sehr viel falsch. Aber man muss auch sagen, gemischtes Einzel ist gefühlt eine gute Sache, um ein bisschen wieder in Arena reinzukommen. Und ein bisschen Spaß zu haben. Also ich muss sagen, das macht schon Spaß. Und da kann man schon ordentlich auch was lernen, wenn man denn aktiv da auch wirklich drauf aufpasst, was jetzt hier so passiert, was man besser machen kann und was nicht. Full schieb jetzt hier übrigens auf den Priester, nochmal Geri schiebt. Und wir machen nochmal einen Schieb vielleicht. Nein, machen wir nicht. Ich wollte ihn gerade kicken, aber da kommt Just in Time Erdrosseln auf mich, sodass ich ihn nicht mehr kicken konnte. Das war schade. Aber vielleicht in 20 Sekunden können wir noch mal was anstellen. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen Zeit zu schinden. Ein paar Feuerbälle hier und da auf über 90% Target zu machen. Weil ich mit dem Talent Feuerteufel spiele, um einen Eschern schneller zu resetten. Und jetzt Full Schieber auf den Priester und wir gehen einfach rein auf den Schurk. Und der hat Mantel der Schatten raus. Wir blinken einfach rein und da ist er tot. Perfekt. Und da sehen wir auch schon gewonnene Runden 4 zusammen mit dem Dämoniker. Wir haben beide 4 Runden gewonnen. Ich habe auch 3 Todesstöße sogar gemacht. Und das soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr ja noch ein Like da lassen. Wenn nicht, bedankt fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao, ciao.